Dann machen wir das halt nicht. Warte, aber das da können wir ablegen. Wir können hier das da rein. Götzen. Achso, nee, stopp, Unique. Aber das ist ja ein Götze. Das ist ja ein Unique-Götze. Erhabenes Gear und Set-Gear. Wir haben jetzt übrigens den Wildras-Fall. Wir haben Wildras-Sturmkrone. Das heißt, wir haben schon mal zwei Set-Teile. Ah, okay. Das ist auch nur ein Zweier-Set, ne? Wenn ich das richtig sehe. Das ist cool. Aber das ist halt nur für Blitzschaden. Hm. So. Was sagt das hier? Jewelry, einzigartiges Amulett mal zwei. Wir haben noch kein Amulett, oder? Nee. Wir haben noch kein Amulett. Dann nehmen wir das doch, oder? Einzigartiges Amulett mal zwei. Willst du wirklich das Rätsel gegen 1750 Gunst eintauschen? Die Prophezeiungen in dieser Konstellation werden neu ausgewürfelt. Ja, Membrasas Prophezeiung. Tod von Architektin Liat. Bedingung Sanktum des Architekten. Haben wir. Ja. Okay. Und jetzt? Sprich mit Sandarak und schau deine Prophezeiungen. Okay, mach ich. How may I aid you? Ganz einfach. Lass mich mal meine Prophezeiungen angucken. Oh, shit, wie viele Prophezeiungen. Wir können da echt viele Prophezeiungen reinballern, oder? Holy. Okay. Okay. Ich bin gewillt, die Prophezeiung jetzt zu machen. Wir haben ja jetzt ein bisschen gequestet. Wir gehen mal hin und machen die Prophezeiung. Wir müssen dazu in Tiamat. Nee, nicht Tiamat, sondern hier. Wir müssen dazu ins Sanktum des Architekten. Dafür müssen wir noch einmal durch den Tempel durch. So, ich gehe schwer davon aus, dass wir sie einmal besiegen müssen. Jetzt bin ich gespannt, ob wir sie denn nochmal fighten können. Und vor allem, ob sie jetzt stärker ist oder nicht. Wenn die nämlich jetzt stärker ist, dann haben wir eh ein Problem. Hier kommen wir nicht durch. Noch reisen wir nicht zur Oase, nee. Auch nicht durch. Oha. Nice. Ah, das wäre nochmal was für zu. Zu verlegen. Wir kommen da bestimmt jetzt über hier da hin, oder? Wir haben jetzt nicht zu viel Zeit hier vom Blempern, also wir gehen auf jeden Fall direkt durch. Hier haben wir ja schon alles erkundet. Da waren wir ja schon einmal. Wenn wir einmal da waren, dann dürfen wir da gerne dann auch mal wieder durchrushen. Nice. So, Tiefen des Tempels. Come on. Gut. Ja.
weiß auch absolut noch, wo es lang geht. Ich glaube, also ich glaube, es ist einfach immer nach oben. Nee. Dann hier nochmal zur Seite. Boah, wir sind aber auch mittlerweile von den Stacks her so übel gut dabei. Holy. Ich habe da 37 Stacks auf einem einzigen Mob gesehen. 37 Stacks. Das ist gut, würde ich behaupten. Genau. Das ist das Gefühl jetzt nicht her. Nee. Irgendwie sein, dass es da oben noch... oben weitergeht? Hier so? Wahrscheinlich, ne? Nee. Hä? Dann maybe die Seite hier. Sagt zwar, ich will schnell hier durch, aber es ist ja doch. Ist ja doch ein kleiner Weg, ne? Aber hoffentlich wird es sich lohnen. Wenn dafür einfach zwei Uniques bekommen würden. Ja, GG. Hier geht's nicht weiter. Das wäre echt krass. Mal gucken. Da geht es doch weiter. Ist das denn schon das Sanktum? Ist die Frage. Ah, wir müssen ja hier so ein bisschen... Ne? Ja, doch ein bisschen was kaputt machen. Sanktum des Architekten. So, jetzt sind wir da. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe nämlich nicht so hundertprozentig jetzt verstanden. Vor allem wüsste ich gerne, wie ich das vielleicht aufrufen kann. Mit P? Ne, das ist ja Passive Tree. Kann man das denn aufrufen hier? Ist die Map. Weiß nicht, ob man es aufrufen kann. Aber hier ist auf jeden Fall schon mal... Das ist schon mal so ein Questmarker. Also gehe ich schwer davon aus. Können wir das jetzt machen? Dann fighten wir sie mal. Hallo. Mama hier Opa, ja. Mach da mal op. So, du versuchst es immer und immer wieder. Es ist nicht klar geworden, dass ich die Absicht von Lagern fernhalte. Dass ich mit Absicht von Lagern fernhalte. Ich bin der Einzige, wo das Brechen umzugehen weiß. Achso, okay. Also, okay. Nee, ich muss selbst mit Lagern sprechen. Na, dann ist es halt so. Dann sei es drum. Du musst auf jeden Fall leider sterben. Da geht kein Weg dran vorbei.
definitiv nicht. Nice. Ah, die ist aber... die ist ja gut zu machen hier. Also irgendwie stärker wird die, glaube ich, nicht. Was mir sehr gefällt. Das ist schon was Gutes. Dass sie nicht wirklich stärker wird. Also zumindest für mich. Weil ich sagen müsste, ich hätte mir jetzt auch vorstellen können, dass sie vielleicht ein bisschen buff da ist. Hätte ich jetzt auch nicht nein gesagt. Ja. Weg mit dir. Manchmal ist sie ja auch nicht mehr so anstrengend. Ich glaube, die sind sogar einmal gegen die gestorben, ne? Ich glaube, wir sind einmal gegen sie gestorben. Es gibt's halt wirklich. Oh mein Gott! Wir haben einfach 3 Uniques bekommen! 3 Uniques! Von so einer Prophezeiung! Uff! Ja! Nice! Was macht das? Leere Schaden, leere Durchdringung. Joa, geil, ne? Ja, nehmen wir mit. Okay, Amulett. Nummer uno. Erhöht Schaden, während du transformiert bist. Das ist für den Nekro. Danke. Erhöht Zaubertempo mit Niederstreckung pro 2% fehlenden Mana. Zauberschaden mit Niederstreckung pro 5% fehlenden Mana. 10% Ausdauer, 35% erhöhte Heilwirkung, 49% erhöhten Blitzschaden. Ist auch wieder Blitz? Ist ja fast so, als würde das Spiel sagen, spiel doch mal einen Blitzmagier. Anstatt so einen dummen Feuermagier. Also, nicht dumm. Der ist definitiv nicht dumm. Don't get me wrong, mein Feuermagier ist nice. Hä? Hä? What? What? Jetzt plötzlich ist das Spiel veraltet. Okay, wir sind gleich wieder dabei. Warum? Spiel? Was habe ich hier getan? Warum sagst du, du bist veraltet? Hat's echt einen Patch gegeben? Oder sagt er dann einfach nur, weil der lustig ist? Ich dachte, das Spiel nochmal. Ich glaube, der macht das, weil er denkt, er wäre lustig. Irgendwie, das ist irgendwie weird. Hm. Ihr Hauptspiel. Du wart. Do something. Huch. Ja, wait, aber das, was du jetzt getan hast, ist falsch. Oh mein Gott. Spiel geht einfach in Vollbildmodus und macht alles kaputt. Da hell. Also, ist das Falsche? Das ist das Richtige. Da heck. Was war das jetzt? Spiel denkt sich wirklich so, kann ich nicht mehr leiden. So sieht das nämlich aus. So. Genau, gerade ein, zwei Sachen machen.
Ach ja. Ah, hey, je. Dann sind wir wieder bereit. Let's go. Göttliches Zeitalter. Können wir denn zurück in den oberen Bezirk von Majelka? Ja, perfekt. Jetzt wieder. Das ist irgendwie sehr weird. Sehr, sehr komisch. Sehr, 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 sehr komisch. Ich will an meine Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Wir packen das da rein, wir packen das rein, wir packen das da rein. Sehr geil. Und dann holen wir uns hier noch so ein paar von diesen Durchstoßdingern da. Erhöhter Feuerschaden über Zeit, auch richtig nice. Feuerdurchdringung. Okay. Mehr brauchen wir nicht. Dann können wir mit ihm hier noch reden. Und das noch wegverkaufen. Und dann gehen wir doch in die Oase. Nice. Da müssen wir auf jeden Fall, also das wird auf jeden Fall ein Endgame-Ding sein, ne? Und zwar ganz viel, und so wirklich ganz viele Prophezeiungen holen und die alle machen. Das ist ja richtig heftig, wenn wir da Gear dafür bekommen. Das ist geil. So, was haben wir jetzt hier bei dir? Ah, du bist es. Wir freuen uns, dich zu sehen. Du kennst mich? Natürlich kenne ich dich. Du hast Serik dabei geholfen, das Kommando über die Schuppenbahn zu erlangen. Jetzt mal ganz... Du hast mich schon vorher mal gesehen, aber ist okay. Ist okay, ist okay. Er erzählt gerne ausschweifende Geschichten über dich. Ich hoffe, du bist so gut, wie er behauptet. Du kannst mir glauben? Das bin ich. Weil ich Arbeit für dich habe, die Bezahlung ist gut und für jemanden wie dich sollte das kein Problem darstellen. Na dann erzähl mal. Wenn die Schuppenbahn jetzt wieder unter neuer Führung stehen, würde ich den Betrieb in den Kristallminen wieder aufnehmen. Ja, hört sich gut an. Nun, ich wollte den Plan vor einigen Tagen in die Tat umsetzen, aber einige Arbeiter haben bis heute nichts von sich hören lassen. Würdest du reingehen und herausfinden, was passiert ist? Denkst du, ihnen ist etwa zugeschlagen? In der Verfassung, in der wir uns befinden? Da bin ich mir sicher. Werde mich doch mal umsehen. Farewell. Hm? Jojo. Ein paar Schuppenbahnsoldaten sind hier aufgetaucht, mich wissen lassen, dass sich die Mine unter neuer Führung befindet. Ich vermute mal, du willst da rein, nicht? Dann solltest du vorsichtig sein. Es ist noch immer ziemlich gefährlich da drin. Wir wissen nicht, was genau sich dort verschanzt hat. Okay, du wolltest mich eben schon mal nicht reinlassen, aber jetzt plötzlich dann... Okay, ja, ist okay, ist okay, ist okay. Jetzt bin ich Trusted Boy, hä? Huh? Dann tut Trusted Boy mal Trusted Sachen. Und cleart die Mine von sämtlichen Spinnen. Schön. Ah, warte mal. Da unten geht's glaube ich auch noch weiter, oder? Aber wie viel kommt denn hier von der... What the hell? Wie kommt denn da von der... Runter. So. Gehen wir noch da unten lang. Immer schön backtracken. Wenn wir denn hier... Ja.
Ich habe so das Gefühl, irgendwie jede Quest, wo gesagt wird, such mal nach dem, geht darin aus, dass derjenige danach tot ist. Wenn wir nach dem gesucht haben. Okay. Oh. Was seid ihr denn für Dinger? Okay. Oh, nice. Götzen. Nice. Und noch eine Kiste. Nice. Richtig am Gönnen das Spiel. Weiß gar nicht, was los ist. Jetzt habe ich das verdient. Ist aber auch sehr dunkel in der Höhle, ne? Muss ich ja jetzt mal anmerken. Könnt ihr mal einer ein bisschen mehr Licht machen. So, untersuche die Minenschachtel. Wir untersuchen. Wir untersuchen den Minenschacht. Den einzigen wahren Minenschacht. Kristall, Elementar, Kristall, Golem. Sind das. Ah ne, das sind keine Kristallspins. Okay, gucken wir mal, was hat Mr. Magier auf zu bieten? Was hast du zu bieten? Genau. Auf jeden Fall. Oh mein Gott, jetzt kommen. Nee. So haben wir aber nicht gewettet. Also jetzt nicht zwei, okay? Also, das ist aber falsch hier. So mag ich das gar nicht. Okay, perfekt. So ist schon besser. Der da ist auch ziemlich zäh, zäher Boy. Wirklich hart zäh, ey. Puh. Schön, schön. Nice. Wait, jetzt waren wir gar nicht da unten, ne? Ich habe eigentlich gedacht, wir kommen da wieder hin. Ah, hier geht's nicht weiter, okay. Ja, dann gehen wir noch einmal da unten lang. Während sich die Spinnen hier abseilen. Gold mitnehmen. Kann nie genug Gold haben. 140k. Viel zu wenig. Oh, eine Mille! So eine schöne, saftige Million. Darauf sind wir aus. Feuerball! Okay, noch ein bisschen Käferchen. Auch sehr schön. Einfach ein paar Käferchen beschwören. Ich glaube, der Eiskäfer ist schon tot. Er hat aber nicht lange gehalten. Der Eiskäfer.
Ja, der hat legit nicht lange gehalten. Und noch ein paar Affektsplitter, jawoll. Wallo. Noch welche? Holy moly. So, hier geht's nicht lang. Und wie geht's hier so lang? Auch nicht wirklich weit. Aber das ist noch eine Kiste. Wo nichts für uns drin ist. Auch schön. Das macht doch aber nichts. Wir gehen dann hier oben noch ein wenig weiter. Oh, hi, ja. Ist ein bisschen viel, was hier rumkreucht und fleucht. Mit dem Kristall Elementar. Har, har, har. Hier hin. Ah, da geht's wahrscheinlich auf die andere Seite, oder? Ja, safe. Die haben doch zum Teil irgendwie Feuerbeständigkeit, oder? Bin ich mir relativ sicher. Kiste? Mhm. Leider nicht. Ja, wir sehen aber auch mittlerweile relativ schnicke aus, ne? Die Rüstung ist schon geil. Yes. Die Rüstung ist wirklich cool. Also da haben sie sich auf jeden Fall Gedanken gemacht, auch ein bisschen noch mehr Affektsplitter. Ein bisschen auch in die erwerbbaren Rüstungen was zu geben und nicht nur in die kaufbaren. Das ist cool. I really like it. Helped. Oh, it's... Ab in den Horst. Hört sich ein bisschen falsch an, aber... Ihr wisst, was ich meine. Ah, das meinte er mit... Vogel. Okay. There you are. I was wondering if you were going to show up. Der Weg, den du mir vorgegeben hast, war ein wenig beschwerlich. Oh, please. It was to get you prepped for this. Welcome to the war camp. Okay. So am Riesenadler, nicht wahr? Not just any great eagle. We're looking for one named Talon. Okay. Ist jetzt zu dem Namen gekommen? I'm the only one who calls her that. She's a big scary bird, so I figured big scary name, right? She's also rather unruly.
Wie meinst du das? She jumped me off the first three times I tried flying her back when I was selling weapons to the Osbricks. We want her specifically because she and I are familiar and she'd likely still let me fly her. If we tried to hop on any other Great Eagle, they'd probably rip us to shreds. And I don't know about you, but I like being unshredded. Okay. Aber hast du die Osbricks Waffen gekauft? Like that. This was years ago when they were far less genocidal. Okay. I needed money at the time. How else was I going to stage a coup against the Scalebane? Okay. Alles klar. Trust me, had I known they were going to go insane and start a war against everyone, I would have found my money elsewhere. Hmm. Let's go thin their numbers a bit, shall we? Okay, dann let's go. Der gute Cedric. Cedric. Hallo, liebe Ospreys. Der ist aber auch wirklich gut, der Mann, ne? Ich mag den bei mir, der ist useful. Ein useful NPC. I am not a man of many pockets. Oh, wie viel da so viel? Ich habe so endlich viele. Unendlich viele Dinger hier. Warte. Irgendwie krass. Was es alles für Dinger gibt. Erfordert Primalist Rang 2. Rang 2? Was? Okay. Primalisten was Besonderes, hä? Haben die noch Ränge? Definitiv auch mal einen Primalisten machen, ey, damit ich auch so einen Rang hab. Ich bin einfach immer Rang. Rang 1 oder Rang höchste, der gibt. Je nachdem, in welche Richtung gezählt wird. Sammel die Splitter auf, danke. Ah, schön. Oh, die Kiste. Nice. Also Zerik ist wirklich mir der allerliebste, ne? Einfach one-tappen. Und let's go. Ah, guck mal, da ist schon einer, aber auf den können wir nicht drauf. Denn das ist nicht der eine. Das ist nicht der Talon. Oder die Klaue, wie sie auch im Deutschen genannt wird. Die kann uns bestimmt direkt leiden. Wird uns niemals, wird die uns abwerfen. Als ob die sowas machen würde. Stimmt nur Zerik, die nicht leiden konnte. Ich bin mir sicher. Ich glaube, da geht's sogar lang, ne? Dann gehen wir doch den anderen Weg. Wo man auch lang muss. Der aber definitiv nicht der richtige ist. Oder wo man auch lang sollte. Nice. Ein paar Splitter. Wir haben, glaube ich, so insane viele Splitter, ne? Ich glaube irgendwie 1000 oder so. Also wir können im Late Game anders aufleveln, aufwerten unsere ganzen Sachen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber sowas von sicher. Haben wir hier noch eine Truhe? Nope! Na, Zerik, lass mich durch. Es ist von wichtiger Dringlichkeit. Nice, Stufe 60.
und direkt mal Half-Life. So. Wir können noch leveln. Theoretisch das Ding da. Würfel der Herrschaft ist auch, sieht auch nett aus, ne? Schaden gegen gebrandmarkte Gegner. Ich baller mal noch hier in die Rune da rein. Die gibt noch so ein klein wenig Damage. Nehmen wir mit. Huch. Hallo Belagerungsgolem. Hallo Zarek. Hey, was für eine coole Musik ist denn gerade? What a workout! That was fun, eh? Traveler? Puh, das schweißt einem eine Arbeit. Aber Spaß hat es gemacht, oder, Weisner? Nimm mich doch beim Namen, Mann. Gegen eine ganze Armee zu kämpfen, ist also deine Vorstellung von Spaß? Like you don't. Okay. Here's ja, ist schon ganz cool. Okay. Geht's dir gut? Sieht ein bisschen blass aus. Well, it's been a few years. If she doesn't remember me, well, we're not in for a good time. Was, eigentlich hast du jetzt mal mehr Glück gehabt? Ja, warte, ich kann zeigen. Er wird sich sicher erinnern. Er? Es ist eine Sie. Wird sich bestimmt erinnern. I never liked heights. Der unfehlbare Zarek hat tatsächlich eine Schwäche. Hey, plummeting thousands of feet may be a good time for you, but I prefer to have my own 2 feet on the ground. Okay. Let's hop on. Try not to fall off. All we got to do is steer Talon towards the temple, and she should take care of the rest for us. Okay, in Ordnung, dann los. Mein Equip besteht aus mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 6 Uniques, einem Set-Teil. Das heißt, ich brauche noch eine Waffe. Am besten ein Scepter wegen dem Unique hier, weil ich nämlich nur mit Scepter 19% mehr Schaden mache. Genau, deswegen brauche ich noch ein Scepter. Brauche noch einen Nebenhandkatalysator. Und ich brauche noch einen Amulett. Ansonsten. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Und auch ein paar coole Götzen bekommen. Hier 32% erhöhter Feuerschaden. Und wenn ich 300 Mana habe, was ich auch noch nicht habe, kriege ich nochmal das Doppelte drauf. Also das heißt 64% Feuerschaden. Geil. Geil. Na, jetzt kommt der nice Sachen. Nee. Also das habe ich, also die Rüstung hier, die habe ich erst heute bekommen, okay? Die habe ich gerade eben erst bekommen, also bitte. Da habe ich jetzt 40 Stunden Spielzeit für ein geiles Item, okay? Na gut. Ich habe ja davor schon ein bisschen was bekommen, aber so, ne? Quasi. Ja. Also so mindestens 20 Spielstunden für das Item. Was? Okay. Das Dach des Tempels. Das ging jetzt aber schnell. Oh no! That wasn't too bad. Oh. Ich glaube, it's not alive. Hätte sie schon ziemlich verschmerzt das Gesicht. Können wir das nochmal machen? Be my guest. Right where I am. Thank okay. You. Arme Klaue. Unfortunately, this is where we part. For now, at least. Und ich dachte, wir würden das gemeinsam durchziehen. You have yourself a giant snake to catch, and I have a coup to continue. I'll be headed for the temple's gates and letting in a few hundred of my closest friends. Okay. Splitting up is the best way of going about it.
I wouldn't be a ton of use to you, but I can move way faster when I'm not worried about you. Okay, dann gib auf dich ab, Zerik, und viel Erfolg. I look forward to seeing you after your chat with Majessa. You'll be one step closer to your goals, and I'll be about 20 steps closer to my own. Watch yourself out there. Okay, perfekt. Danke. Ja, das fühlt sich auch so ein bisschen so an, ne? Also, wir machen hier Baby-Steps, gefühlt. Das ist wirklich krass. Vor allem, wie lange wir jetzt schon unterwegs sein müssen, ne? Das ist auch heftig. Dabei wollten wir doch nur mal schnell den Imperator killen mit der Lanze. Und jetzt plötzlich sind wir hier in diesem Ospreys-Krieg mit drinne und... Hast du nicht gesehen und müssen hier mit Göttern reden und so ein Shit? Das, kann halt schnell ausarten und so. Übrigens, eigentlich, ich muss das jetzt mal ehrlich sagen, aber diese Kampagne hier wäre so eine insane D&D-Kampagne, ne? Die fängt ja schon relativ cool an mit diesem Zeitgedönches, ne? Wo man die Spieler schnell reinholen kann. Und dann artet die da so aus in so ein Konstrukt, du redest mit Göttern und so. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Das ist wirklich, also da, ne? Da hätte ich auch Bock drauf. Definitiv. Okay, ich wollte gerade sagen, hier sind keine Gegner mehr. Aha, so ein paar Saphir, Nagasa. Why not? Why not is the question. Okay, also es sind auf jeden Fall alle Nagasa hier vertreten, wie es aussieht. Nicht nur Saphir und Rubin oder was das da ist. Ja, Rubin. Sondern auch noch die Smaragd. Das ist ja alles, ey. Oh. Erich. Nee. We not perishing. We not gonna do that. Du bist halt so schön, dass er 10.000 anfangen wird. Halt, stopp! Das war ja nur so ein Gedankenspielchen. Die einzige Story, die ich noch anfangen will, also das ist wirklich legit die einzige, wo ich wirklich, die ich wirklich anfangen möchte, wenn sie rauskommt, ist das Vecna-Ding. Das würde ich wirklich gerne. Aber alles andere. Ist nur Hirngespinst, das ist nicht ernst zu nehmen. Und das Vecna-Ding, das wiederum, das ist sehr ernst zu nehmen. Das ist sehr ernst zu nehmen. Nice. Töte mir Erfahrung. I like this one. Wir kriegen echt deutlich weniger Erfahrung jetzt. Es sind auch wirklich, also wir haben ja jetzt 60 von 100 Leveln bis jetzt einfach Kampagne. 60 von 100. Das ist schon viel, würde ich behaupten. Oh, was haben wir denn noch hier? Nope. Weg mit euch. Nee. Geht's hier weiter oder?
gar keine Ahnung, wo es hier weitergeht. Jetzt auch nicht weiter, oder? Nee. Gott, ich wüsste gerne, wo es weitergeht. Ah! Oh mein Gott, übrigens sehr viel Damage. Okay. Gut, perfekt. Sieht so aus, als wäre es da nicht gewesen. Sondern wirklich hier runter oder so. Siebener Stack! Siebener Stack, einfach Vergiftung. Klapp, klapp, rein! Okay, kann ich davon ausgehen, dass es hier nicht weitergeht? Die irgendwie... Haben die jetzt alle hier... Feuerständigkeit oder was? Das irgendwie... Ich habe das Gefühl, so langsam lässt der Damage nach. Ah ne, die haben glaube ich einfach nur extrem viel Gesundheit, ne? Das da nehmen. Und dann hier weitergehen. Auch wieder leicht groß von Umfang her. Nice, wieder Affixe. Kann ich das? Ja, danke. Ich gehe schwer davon aus, dass da ist auch eine Nummer on the side. I am not a man of many pockets. Schon wieder voll. Kann aber sein, dass wir wieder sehr viel Materialien haben. Nee, nicht wirklich. Okay, wir haben extrem viele Götzen. Also so die andere Art wirklich von Götzen. I am not a man of many pockets. Gut, dann können wir nichts mehr aufsammeln. Haben wir denn irgendwas da dabei, was wir irgendwie könnten... Chance auf Entzündung bei Treffer, das könnten wir doch mal zerschmettern. Oh, den da. Ja. Safe. Ja gut, das war es dann schon wieder, ne? Ja. Au, 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 diese Schlangenviecher mit ihrem Gift. Müssen wir hoch? Hast du das Gefühl, müssen wir hoch? Dann einmal hier runter. Stirbt. Yep. Da kommt irgendwie so Rauch raus. Ich dachte, es wäre vielleicht etwas. Maybe.
You dead? Nope, I'm not dead. Aber... Das hätte ich nicht zu laut sagen sollen. Das waren doch dann sehr viele. Ich wollte sagen, aber dann doch. Okay. Hat zumindest mal in der Mitte dann gespawnt. Nee, eigentlich quasi am Ende, ne? Dann können wir direkt... Können direkt hier weiter. Ach. Ja, manchmal sind es ein paar zu viele Gegner. Also dann... Selbst ich da Probleme. You won't see it coming. Ich hab's aber kommen sehen. Okay, so ganz enge Räume sollte ich eigentlich nicht mehr mit denen fighten. Irgendeinen Debuff kriege ich auch hier die ganze Zeit. Verringert Kältewiderstand. Willst du damit aufhören? Ich mag das nicht, wenn der verringert wird. Ich mag das nicht. Hört ihr auf, mich zu stunnen? Aber wie groß ist der Palast denn bitte? Ist ja wirklich insane. Und wie viele einfach hier von den... von meinen Flammendudes in... sind, Flammendudes, von meinen Schlangendudes. Dudettes. Oh. Irgendwie so ein Sturmwerfer. Warum Blitzschaden? Warum? Hätte man nicht einen Zepter geben können, dass es keinen Blitzschaden gibt? Sondern sowas Schönes wie Feuer? Schaden? Und so? Ei. Und da sieht man wieder, ich krieg natürlich nicht, was ich will. Ich kriege ein einziges Mal von 500.000 Items das, was ich gebrauchen kann. Zumindest so halb. Drei Viertel. Und die andere Hälfte der Zeit gibt es einfach nur irgendwas... Also ich nicht spiele. So, geht das jetzt hier lang? Nee, okay, geht's nicht. Okay. Geht jetzt auch nicht lang. Da ist Le Palast. Hallo, was bist du denn? Rastliche Diamantoberin? Halt, stopp. So machen wir das aber nicht. Danke. I am not a man, ja, kann ich nicht aufnehmen. Pockets. Danke. Ist das da? Freeze Multiplikator. Jawohl. Wenn man den Freeze-Bild spielen würde, ja. Tun wir das?
Nein, tun wir nicht. Okay, also wir porten jetzt aber erstmal zurück, weil es ist nochmal, anders voll, das Inventar. Schon wieder dieser Fehler. Dabei haben wir doch geupdatet. Ich kann nirgendwo mehr hinreisen, oder was? Willst du mir das jetzt ernsthaft sagen, Spiel? Muss ich jetzt wirklich noch in den unteren Tempel und in die Kammer der Gefäße? Hä, das gibt's doch nicht. Du hast auch das Problem. Ja, das ist ja kacke. Warum? Aber das ist jetzt erst seit diesem Patch. Die haben anscheinend irgendwie was noch nicht auf den Servern geupdatet, so wie es aussieht. Ja, dann machen wir noch einmal aus. Dann machen wir noch einmal das Ganze aus und dann machen wir das Ganze noch mal an. Dann ist das so. Restart behebt das Ganze. Komischerweise. Dir wird angezeigt, dass du nicht online sein kannst. Hier mit meinem Char im Toto fest. Was? Okay. Weil bei... die haben aber irgendwas offen gemacht. Die wissen, dass das gerade ein Problem ist, wenn ich das richtig sehe. Und if you are continuing to experience login issues, please submit an in-game bug report for the character select screen using the term Steam Update in the explanation Dingsbumsen. Maybe das vielleicht einmal machen? Dann funktioniert es für mich wieder. Ich gucke jetzt auch mal, weil, so, wir können einloggen. Ja, das funktioniert. Und dann müsste jetzt, genau, wir sind am Ende, warte, wir verkaufen hier noch ein Stuff. Wir verkaufen hier noch einiges, davor legen wir noch einige Götzen ab. Götzen weg. Ja, übertragen und dann die ganzen Götzen hier weg. Das sind nämlich ein paar viele. So. Und dann haben wir nämlich hier noch Uniques. Und alles andere können wir verkaufen. Ja, ich glaube, Blitzdurchdringung, nee. Warte, die da könnte man vielleicht noch Feueraura, weiß ich nicht, das hört sich, Feueraura hört sich auch so gut an. Wir haben die ja schon. Die mal vielleicht komplett zu spielen, wäre bestimmt auch cool. So. Take care. Und jetzt porten wir nämlich wieder zurück hierhin. Und es sollte funktionieren. Ja. Zack. Ich weiß nicht. Also bei mir funktioniert Reloggen. Keine Ahnung, was... I don't know. Ich habe echt gar keine Ahnung, was da gerade schief läuft, aber es läuft irgendwas schief.